Liebe Freunde des GAW, liebe Schwestern und Brüder, ich grüße Sie ganz herzlich zum neuen Jahr aus der Besserer Kapelle des Ulmer Münsters. Die Corona-Pandemie hat uns vieles gelehrt, vor allem auch, dass wir auf anderen Wegen in Kontakt treten können und in Kontakt bleiben können, als wir das bisher gewohnt waren. So ist es mir jetzt möglich, anstelle des Neujahrsempfangs in der Pistorestraße in Leipzig direkt jetzt zu Ihnen zu sprechen und Sie herzlich zu grüßen und Ihnen für das neue Jahr alles Gute, vor allem auch Gottes Segen und sein Geleit zu wünschen. Wir sind des Segens bedürftig. Wir sind bedürftig, dass wir einander im Blick behalten. Es ist wichtig, dass wir im Kontakt bleiben. Dazu möge das neue Jahr uns viele, viele Gelegenheiten geben. Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Lukas 6, 36. Liebe Schwestern und Brüder, es ist bestürzend, wie unbarmherzig Menschen miteinander manchmal umgehen. Die berüchtigte Corona-Pandemie hat viele Fragen nach Schuld und Sinn gestellt. Letztendlich war aber nur eins wichtig, und es ist gar nicht das Virus selbst, sondern der Mensch, der plötzlich so unvorbereitet und hilflos dasteht. Auf die Probe wurde vor allem unsere Menschlichkeit gestellt. Das Virus weiß nichts von Barmherzigkeit, wir können es aber miteinander lernen. Außerdem sehen wir, wie unbarmherzig die politische Macht missbraucht werden kann, wie Unterdrückung und Gewalt immer noch als Mittel der Einschüchterung und Kontrolle benutzt werden. Das, was wir für ein abgeschlossenes Kapitel unserer Geschichte hielten, taucht nun wieder in unmittelbarer Nähe auf. Das alles ist aber kein Grund zu resignieren. Es ist vielmehr ein Appell zum Gottvertrauen. In seiner Gnade und Barmherzigkeit ruft uns Jesus, ihm im praktischen Leben nachzufolgen. Dieser Weg führt uns zueinander. In der Welt, wo das Böse und das Dunkel so mächtig und unsere Kirchen so klein und bescheiden erscheinen, kann der Geist der Solidarität viel Gutes bewirken. Für diesen Geist der Solidarität danke ich das Gustav Adelwerk und wünsche euch allen ein gesundes und friedliches neues Jahr 2021. Dear friends, it's my joy to meet virtually despite the challenge of coronavirus pandemic. I would like to greet you and thank God for our partnership. Lately, we started our new partnership with the women of the Gustav Adolf Werk, where a campaign will start in 2021 to support women's work in the National Evangelical Synod of Syria and Lebanon. Unfortunately, due to the pandemic, the women delegation from GAV could not visit us and we could not meet face to face. We hope we can meet in the coming future. As you might know, that our church was the first to teach women in the whole Ottoman Empire in 1835, and in 2017 was the first to ordain women. We believe through empowering women, we will have better churches and even better Middle East. As the Middle East faces challenges of coronavirus, war, economic crisis, refugees, we remain hopeful and pray that God will continue to guide us for a more just world. The church remains a sign of hope, and our partnership could make that hope alive. As the president of the World Communion of Reformed Churches, I thank God for you and hope to continue and to remain together, called to communion and committed for justice. May God bless you. Meine Hoffnung und meine Freude. Mit diesem Motto unseres Jahresprojektes grüße ich Sie zum neuen Jahr. Voller Kraft und Hoffnung begleiten uns diese Verse des Taizé-Liedes in den kommenden 12 Monaten. Wir GAW-Frauen in Deutschland, wir sind dankbar für die weltweite Gemeinschaft, die wir mit unseren Schwestern und Brüdern in unseren Partnerkirchen erleben und leben dürfen. Die Hoffnung eröffnet uns gemeinsam den Horizont in eine bessere Welt. Eine Welt, in der Menschen friedlich
und vertrauensvoll miteinander leben. Eine Welt, in der Christenmenschen weltweit miteinander verbunden sind. Eine Welt, in der man sich stärkt und füreinander da ist. Wir wissen uns besonders mit den Frauen in unseren Partnerkirchen verbunden. Das macht unsere GAW-Frauenarbeit so wertvoll und einzigartig. Wir setzen uns ein dafür, dass Frauen eine Zukunft haben, dass sie gesehen werden in ihren Kirchen, dass sie selbstbewusst Kirche mitgestalten, dass ihre Stärke zum Tragen kommt und ihr Licht zum Leuchten und dass Menschen, die an dem Rand der Gesellschaft stehen, eine Zukunft haben. Unsere Stärke daraus ziehen wir aus unserem Glauben. Durch ihn wächst die Zuversicht und das Vertrauen darauf, dass wir alle gesegnet sind, auch im neuen Jahr. Und so können wir gemeinsam singen. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht. Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht.